Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig mittendrin, live aus dem Wahlkreis Bayreuth-Forchheim. Und jetzt viel Spaß mit... Hochverehrte Herren der Geistlichkeit, verehrte Künstlerinnen und Künstler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nachdem Herr Regionalkantor Christoph Krückel Sie mit dem Orgelstück Veni Creator musikalisch begrüßt hat, darf ich Sie alle sehr herzlich hier in der St. Michaelskirche zu Goldkronach zum traditionellen ökumenischen Gedanken an Himmelfahrt willkommen heißen. Wir haben für den Kultursommer Schloss Goldkronach bewusst dieses Format gewählt und beginnen jedes Jahr an Christi Himmelfahrt mit einer ökumenischen Begegnung, diese inzwischen zur Tradition gewordene Kulturveranstaltung. Das Heilige Jahr beschränkt sich ja nicht auf die Betrachtung des Antlitzes Jesu Christi und auf seine Barmherzigkeit, sondern das Heilige Jahr stellt auch einen Anspruch an uns. Papst Franziskus schreibt weiter in der Verkündigungsbulle: Wie der Vater liebt, so lieben auch seine Kinder. So wie er barmherzig ist, sind auch wir berufen, untereinander barmherzig zu sein. Daher trägt das Heilige Jahr die Überschrift Barmherzig wie der Vater. Und das ist keine Erfindung des Papstes, sondern letztlich ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Es steht im Zusammenhang der Feldrede Jesu und den darin formulierten Forderungen, etwa der Feindesliebe oder der Großzügigkeit. Dort sagt der Herr: Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist.